Hier qualmt es extrem, nachdem er eine kurze Zeit läuft und es stinkt. Ich hoffe, dass es die Lichtmaschine ist. Zumindest glaube ich, dass das die Lichtmaschine ist, weil ich habe irgendwie drinnen nur noch 10 Volt manchmal. Und hier 13,0, wenn er läuft. Ist ein bisschen wenig. Das Pluskabel war locker an der Lichtmaschine. Ob es die Lichtmaschine einfach mit in Mitleidenschaft gezogen hat, als der Riemen sich verabschiedet hat. Ich hoffe, dass es die Lichtmaschine ist. Das Problem ist halt, es könnte auch der Lader sein, der Lader sein, der ölt. Aber es ist alles hier trocken. Ah, es kotzt mich an. Es kotzt mich übelst an. Ich wollte jetzt eigentlich anfangen, die Innenausstattung reinzubauen und ja, den Benzindruckregler zu tauschen. Ich habe keinen Plan. Tja, keine Ahnung, wie das Video heute weitergeht. Lasst mir schon mal ein Mitleids-Like da. Lasst uns noch ein paar Jahre den Spaß heute. Lasst uns das wenigstens so ein bisschen auf unsere Kinder übertragen. Das wäre wirklich schön von euch. Das wäre ein schöner Zug von euch. Wenigstens unsere Kinder. Unsere Kinder, wenn die mit den Autos spielen, möchte ich nicht, dass sie irgendwann, wenn jetzt die Kinder mit dem Auto spielen, heißt bum, 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 bum. Irgendwann kommen die Kinder, die kennen vielleicht dieses Bum, bum gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich finde das so traurig. Ich finde das so schade. Wir haben echt noch eine geile Jugend gehabt. Wir haben wirklich eine geile Jugend gehabt, die wo da draußen in meinem Alter sind, haben das bestimmt auch miterlebt und es war eine richtig geile Zeit, es war eine richtig geile Zeit. Ich wünschte, ich könnte zurückreisen. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Der Cheddar macht mich wahnsinnig. Eigentlich sollte das Video komplett anders verlaufen. Ich wollte eigentlich ballern, so wie der Himmel gerade ballert. Fängt gleich an zu schiffen. Wir haben 30 Grad, es ist schwül, es schifft gleich. Ja, ich habe einiges gemacht schon, wie ihr sehen könnt. Türverkleidung raus, hier ist schon teilweise das Armabrett raus. Hier hinten sieht es ähnlich aus. Ich bin voll dabei, die Innenausstattung rauszubauen, um die andere reinzubauen. Der Plan für dieses Video war, den Bremskraftdruckregler zu tauschen und zu ballern mit dem angepassten Sprit. Aber wenn ich den Wagen laufen lasse, nach einer Minute oder so, fängt es ja übelst an zu qualmen und zu stinken. Und ich gehe davon aus, dass das von der Lichtmaschine kommt, denn ich habe ja auch nur noch 10 Volt. Also das schwankt immer zwischen 11 und 10, da geht die Nadel richtig hoch und runter. Deswegen denke ich, dass die Lichtmaschine irgendwie einen weg hat. Ich hoffe nur, dass es nicht noch zu größeren Problemen kommt. Denn ich habe jetzt auch schon zweimal Wasser nachgefüllt. Und nach der ersten Probefahrt, als der Riemen sich zerlegt hat, war ja das Wasser weg, weil er wahrscheinlich zu heiß war. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es einfach nur verdampft ist, weil der Motor gekocht hat. Also höchstwahrscheinlich gekocht hat. Ich habe jetzt schon zweimal Wasser aufgefüllt. Ich hoffe einfach nur, dass da noch Luft drin ist und der dann kein Wasser verbraucht. Denn wenn der Wasser verbrauchen würde, würde das bedeuten, dass er einen leichten Kopfdichtungsschaden hat. Er läuft ohne Probleme. Also ist jetzt nicht so, dass hier die Kopfdichtung so durchgeschossen ist, dass der nicht mehr läuft. Viecher, Alter. Aber das ist nur eine Vermutung. Das kann ich erst sagen, wenn ich mal ein bisschen länger gefahren bin als 3 Minuten, keine Ahnung. Das zum Start des Videos. Also eigentlich, wenn mein Plan richtig läuft, ballern wir am Ende des Videos ordentlich. Aber ich kann es nicht versprechen. Die blauen Rückleuchten, ich finde sie trotzdem geil. Die Ausstattung, die reinkommt, ist übrigens auch blau. Also es ist eine hellblaue Ausstattung, eine originale. Wenn das Geraffel hier alles raus ist, kommt dort auch das Golf, also das Jetta Original Armaturenbrett rein, ja? Und theoretisch ein anderes Lenkrad, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Jetzt zeige ich euch mal den Grund, warum ich damals diesen Stoff über die Verkleidung gemacht habe. Der übrigens auch damals echt eigentlich gut aussah. Also ja, es ist orange. Es war ja auch nur so ein Test, aber es ist halt echt krass, wie das durch die Sonne ausgeblichen ist. Das war der Grund, warum ich die mit Stoff bezogen habe. Weil die hier oben komplett
im Arsch waren. Ansonsten sind es ja eigentlich geile Seitenverkleidungen, dunkel mit dem grauen Leder. Hellblaue Verkleidung erstmal rein, also Innenausstattung. Diese hier genau genommen, die muss ich aber noch reinigen, mit Chromketer. Das ist die einzige, die ich habe, die in mein Fahrzeug passt. Da ich ja eigentlich immer Zweitürer aufbaue, habe ich nur mein Jetta mit 4 Türen. Und deswegen habe ich auch nur diese eine passende Innenausstattung. Leider. Aber was willst du machen? Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Sonne. Aber ich will mich nicht beschweren. Sommer ist geil. So sieht's aus hier. Ganz schönes Gezwirbel. Ja, jetzt heißt es erstmal hier wieder einen Grund reinkriegen. Also ich habe auch viele Halter angepasst, wie man hier sieht, um das Armaturenbrett ordentlich zu verschrauben. Mein Tacho. Ja, das muss ich jetzt alles zurückbauen. Und der Wärmetauscher, also die Heizungsanlage hier, die muss auch raus, die ist vom Dreier. Und die Mittelkonsole muss ja auch noch raus. Und die Mittelarmlehne auch. Das muss alles raus. Verstellbare Lenkung muss raus. Höhenverstellbares Lenkrad im Zweier. Wenn man es braucht, ich mir damals einen eigenen Halter gebaut. Der Kabelbaum sieht auch sehr wild aus, aber das ist halt alles nur dieses Schutzband, was hier drum ist, damit es nicht scheuert. Ja, Kabelbaum ist echt groß. Zentralverriegelung und Fensterheber, das liegt alles noch hier drin. Das könnte ich eigentlich noch alles rausholen. Eine Stunde später, Leute, so sieht's aus. Hier sind die Kabel, die ich auf jeden Fall nicht mehr benötige. Habe den Kabelbaum jetzt so halbwegs auseinander gepitzelt, sag ich mal. Es ist schon eine ganz schöne Katastrophe. Alter, was für ein Fusch. Ist halt schon eine Weile her. Mittelkonsole, Mittelarmlehne sind raus. Da ist noch der Bautenzug dran. Den mach ich gleich ab. Also ich baue die Heizung hier im Prinzip raus, ja. Ich brauche dann bloß einen Lüfter und dann ist gut. Ja, es wird schon. Am Schluss bleibt nur der Wärmetauscher drin. Also wirklich nur der reine Wärmetauscher bleibt unter dem Armaturenbrett. Da kommt dann ein Lüfter drauf, der im Prinzip nur Luft zur Scheibe macht. Absolut katastrophal und unaufgeräumt sieht es in meinem Fahrzeug aus. Könnte man jetzt so sagen. Aber das Armaturenbrett ist drin. Für mich erstmal jetzt das Wichtigste, dass das alles fest ist und passt. Ich habe ja die komplette Lenksäule wieder eingebaut vom Zweier. Den Halter für die Lenksäule hier oben. Dann die Halter fürs Armaturenbrett. Also diese Metallstreben da drinnen, die musste ich ja alle wieder zurücktauschen zu den Originalen. Es ist jetzt eingebaut und festgeschraubt. Nicht final, aber es ist schon mal drin und fest. Hier kommt theoretisch die Anzeige für die Breitbandlampensonde hin. Den Tacho fürs Armaturenbrett habe ich schon angepasst. Das ist sehr schön. Ist nicht perfekt, aber es ist gut. Ich habe mir eh überlegt, dann noch die Blende hier vielleicht anzupassen, weil die ein bisschen vorher aufhört. Man kann hier den Finger da hinten reinstecken. Mal gucken. Das ist erstmal alles Nebensache. Es muss erstmal wieder ein Fahrzeug werden. Hier unten ist der Wärmetauscher
und mein professorischer Anschluss. Hier kommt dann der Lüfter dran, das kommt dann wieder hier rein. Natürlich wird hier noch was gebaut, dass das sich dann die warme Luft auch ranziehen kann. Nichts Spektakuläres, aber es wird auf jeden Fall so gemacht, dass wenn ich dann hier den Kippschalter anmache und der Lüfter loslegt, oben an der Scheibe warme Luft rauskommt. Mehr wollen wir nicht. Lüfter an, Lüfter aus. Der Rest ist völlig egal. Ja, ich räume jetzt hier aber trotzdem erstmal auf. Hier ist eine Feder. Die Feder kann aber nur von der anderen Lenksäule sein. Ja, hier ist die Feder drin. Ich habe auch alle Schrauben festgemacht. Ich habe auch alle nochmal kontrolliert, ob sie fest sind. Also wenn der Goggle irgendwann das Auto mal bekommen sollte, braucht er sich keine Sorgen machen. Die Lenkung ist ordentlich installiert und festgeschraubt. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ich habe einiges gemacht. Die Anzeige ist drin. Das Lenkrad ist dran. Das wird, so wie es hier ist, nicht bleiben. Aber ihr könnt natürlich gerne zu dem Lenkrad eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir können dann später drüber diskutieren. Bin ich gern dabei. Dann haben wir hier die neuen Anzeigen. Da nochmal ein fettes Dankeschön an dich, Dirk. Hier ist der Rest vom Kabelbaum, den ich rausgeholt habe. Also ist nicht alles. Ein Teil davon habe ich schon weggetan. Oh Gott. Wir haben hier... Ah, Blende. Ist nicht festgeschraubt. Haben hier Radio. Ah. Fehlen natürlich noch die Lautsprecher. OBD. Die 15. Da brauche ich wirklich nur das eine Kabel von dem Stecker. Aber egal. Die Öltemperatur. Die Tachobeleuchtung. Und hier die Stromversorgung im Prinzip. Plus, Minus und einmal das Plus für die Tachobeleuchtung. Hier ist der Stecker von der Lambda-Sonde. Die liegen noch hier. Da muss noch der Kasten dazwischen. Das muss halt alles noch da hoch irgendwie. Hier ist noch der Ladedruck. Die Ladedruckanzeige, also der Schlauch, wo der Ladedruck durchgeht, was dann im Prinzip dort angeschlossen wird. Das möchte ich gerne alles hier reinmachen. Also ich denke mal, dass ich mir eine Blende bauen werde, weil diese hier ist zu klein. Die kommt eigentlich da unten rein, glaube ich. Wie auch immer. Auf jeden Fall brauche ich ja die Lüftung nicht. Also werde ich mir eine Blende machen, die hier reinpasst, wo ich im Prinzip die zwei Anzeigen reinmache und wahrscheinlich den OBD. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber es wird langsam übersichtlich, könnte man sagen. Das Glück beim Jetta ist dieses Jahr nicht auf meiner Seite. Ich habe alles angeschlossen. Die Blende, was ihr hier seht, ist eigentlich nur das Muster für die richtige Blende. Ich möchte aber fahren. Und um zu fahren, muss das ja irgendwie halten. Also guckt jetzt einfach nicht so genau dahin. Das wird nochmal in schön gemacht. Was soll ich sagen? Die Anzeige habe ich auf Lambda umgestellt. Ihr seht, Öltemperatur funktioniert. Ladedruck. Tja, was soll ich sagen? Ladedruck funktioniert nicht. Die Anzeige ist kaputt. Und zwar schon immer. Ich habe sie noch nie angeschlossen. Ich habe jetzt den Verkäufer angeschrieben, ich möchte gerne eine neue haben. Mal gucken. Ich hoffe, das wird noch. Das Kabelgemähre ist so halbwegs weg. Was ist denn jetzt? Ich bin jetzt hier soweit erstmal durch, dass man Probefahrt machen könnte, wenn die Lichtmaschine getauscht ist. Hier sehen wir Lambda. Läuft ziemlich fett. Sehr fett sogar. Viel zu fett.
Egal. Ja, ich mache ihn wieder aus. Das Licht funktioniert. Als nächstes tausche ich auf jeden Fall die Lichtmaschine und dann starten wir den Wagen erneut und gucken, ob alles funktioniert soweit. Vielleicht könnt ihr es jetzt sehen. Jo, man kann es sehen. Sieht zwar nicht ganz so aus wie in echt. Vor allem wie in echt, Alter. Was für eine Satzbauweise. Auf jeden Fall ist mega. Also es ist gut beleuchtet. Im Video sieht es unten sehr dunkel aus. Das ist aber nicht der Fall. Ich finde es mega. Mega, mega. Er scheint zu laufen. Bei meinem Glück nicht lange. Aber er fettet gut an. Das ist natürlich immer ein bisschen verzögert, ja. Neun irgendwas. Neun eins. Acht sechs. Okay. Die Öltemperatur funktioniert. 50 Grad. Ich würde jetzt alles zusammenbauen. Und dann könnte man eine Probefahrt wagen. Ich wollte gerade den ersten Gang reinmachen. Sinnlos. Geht ja gar nicht. Okay. Ja, keine Türverkleidung dran. Aber erstmal eine Runde ballern. Ich bin gespannt.
bewegt sich zumindest schon mal. Lambda 096 habe ich gerade gesehen. Wo geht denn jetzt der zweite nicht rein? Jetzt. Ich habe halt nicht mal einen Schaltknauf dran. Ich habe einfach nur die Metallstange hier in der Hand. Lambda-Bereich ist die ganze Zeit gelb. Aber ich fahre auch ja nur Teillast. Ich fahre ja auch nur Teillast. Also das ist soweit okay, denke ich mal. Was haben wir jetzt? 60 Grad Öl. Jetzt kommt der Lader. Also bei 3,5 fängt der Lader an. Das merkt man. Selbst mit relativ wenig Gas merkt man, dass dort Ladedruck kommt. Oh. Das geht gut los. Wir haben 64 Grad, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. 4000. Okay. Er läuft auf jeden Fall. Dritter Gang, 3500, kurz, Stoßgas. Jo, geil, sehr geil. Der Benzindruck ist mega. Also er läuft sogar fast zu fett. Fünfter Gang. Ich halte jetzt kurz an und guck erstmal, wie es dem Motorraum geht. Das waren jetzt schon über 5 Minuten. Bis jetzt alles schick. Sieht gut aus. 70 Grad. Ich tue jetzt mal die Kamera woanders hin. Ich möchte jetzt mal kurz den Lambda abfilmen. Dass ich so ungefähr weiß, was hier los ist. 3000. 4000. 3000. Bei Teillast macht er die Zündung nicht so weit. Die Zündung, da fettet er nicht so weit an bei Teillast. So, jetzt mal kurz Vollgas 5000, zweiter Gang. Okay, das waren schon fast 6 und da kam Ladedruck. Da kam ordentlich Ladedruck. Nochmal im dritten. Alter, jetzt kommt Ladedruck. Alter Schwede. War die Lambda grün? Ich hab's nicht gesehen. Aber der regelt gut, der regelt sehr gut. Alter Schwede. So, ich häng die Kamera bitte rüber. Warum geht denn der zweite Gang nicht rein? Meine Fresse. Jetzt. Alter. Also ab 5000 geht hier wirklich die Luzi ab. Es ist Wahnsinn. Es ist schon geil. Ich fahre jetzt noch einmal zurück. Ich ziehe den zweiten jetzt durch bis 7. Den dritten ziehe ich jetzt durch. Vielleicht bis 7. Mal gucken. Kommt drauf an, wie lang die Strecke ist. Alter, hier klappert alles.
alles. Hier ist nichts mehr drin in der Karre, da klappert's. Und der ballert ordentlich hinten raus. So, jetzt zweiter Gang. Konzentration, es geht los. Yo! Alter! Ich denke, da ging vorher nicht ganz so gut, wo die Lichtmaschine kaputt war. Ihr habt aber hier drinnen auch gesehen, dass ich nur 10,5 Volt hatte oder so. Vielleicht jetzt mit 12 Volt oder 13 bringt es vielleicht ordentliche Zündung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht das Ding jetzt bedeutend besser als vorher. Also Alex, schönen Gruß an dich. Ich hoffe, du guckst das Video. Das nächste Mal fahren wir nochmal eine Runde. Da geht noch was. Das ist geil, das ist sehr geil. So, ich fahre jetzt zurück, gucke nochmal, ob alles tutti frutti ist. Ich verabschiede mich von euch für heute. Das war's. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis später. Peace. Teilen, liken, abonnieren.